schönen Abend. Gestatten Sie mir, dass ich mir selbst eine Vorbemerkung zu dieser ganzen Thematik spare, weil man natürlich in so kurzer Zeit auch viele Inhalte hier zu sagen hat. Ich möchte vielleicht die Vorbemerkung einem Mann überlassen, der ungefähr vor 58 Jahren in der thüringischen Stadt Nordhausen an seinem Schreibtisch, er war dort stellvertretender Kriminalpolizeichef, und er schreibt einen Bericht am 5. Juni 1958 an den Dezernatsleiter K5 in Weimar, also den obersten K5-Verantwortlichen. Ich lese das mal vor. Gestern gegen 19 Uhr erschienen der Leiter der NKWD-Stelle Nordhausen in Uniform und eine russische Person in Zivil mit einem Dolmetscher. Nach üblicher Begrüßung wurde ich gefragt, ob ich eine Person illegal, ohne dass ich sie meiner vorgesetzten Dienststelle gemeldet hätte, inhaftiert habe. Diese Frage verneinte ich. Man sagte mir dann konkret auf den Kopf zu, Sie hätten Kenntnis davon, dass ich persönlich eine Person festgenommen hätte mit zwei Paketen, davon aber weder meiner vorgesetzten Dienststelle noch der NKWD-Stelle Nordhausen Kenntnis gegeben hätte, obwohl es sich um eine politische Angelegenheit handelt. Ich erwiderte, das müsste ein Irrtum sein. Nach einigen an sich belanglosen Fragen wurde auf einmal behauptet, dass ich einen von mir Inhaftierten auf freien Fuß gesetzt hätte, zu dem Zwecke, im Auftrage der Polizei zu arbeiten und ihn in eine ganz bestimmte Richtung angesetzt hätte. Dieses stellte ich in Abrede. Der Major als Leiter der NKWD-Dienststelle, der Zivilist und der Dolmetscher sahen sich gegenseitig an und ich konnte bemerken, wie sie über meine ablehnenden Antworten innerlich lachten. Später wurde mir noch die Frage gestellt, ob mir bekannt sei, dass noch weitere Kriminalangestellte in Nordhausen tätig seien. Da ich dieser Frage nicht ausweichen konnte, da ich annehmen musste, dass sie von höheren Orts informiert waren, bejahte ich. Auf die Frage, wer diese Person sei und wo sie ihre Diensträume hätten, antwortete ich, dass ich dieses nicht wüsste, da sie wahrscheinlich einen besonderen Auftrag aus Weimar von der K5 hatten. Diese Antwort löste wiederum ein Lächeln bei den Leuten der NKWD aus und man sagte mir, dass sie mir nicht glaubten. Der Major sowie der Zivilist, von dem ich annehme, dass er von Erfurt oder Weimar kommt, kontrollierten das Polizeigefängnis auf das Gründlichste, wobei sie jeden einzelnen Häftling befugen. In Nordhausen gab es auch einen K5-Mitarbeiter und der saß vielleicht im Nachbarzimmer und schrieb ebenfalls eine kurze Notiz nach Weimar. Und da hieß es, hiermit überstelle ich Ihnen das ganze Material betreffend des Sonderauftrages K5 Weimar. Skizzen und Kopien wurden vernichtet, da nach dem Besuch in der KD Nordhausen zu erwarten war, dass man auch mich aufsuchte, um mir das vorhandene Material ein sich zu nehmen. Die Ermittlungen beschränkten sich darauf, bekannte Personen zu beschatten. Ich möchte jetzt nicht behaupten, dass das ein sehr typisches Dokument jener Zeit gewesen ist. Das artet dann später auch noch auf, dass es sich also tatsächlich um einen Vorgang über die Untergrundbewegung Bleicherode, wie es dann hieß, handelte, wo auch dann der Referatsleiter in Berlin von K5 dann noch mit involviert war, wo dann diese sogenannte NKWD-Stelle dann auch den Vorgang übernimmt und wo es dann also in der Folgezeit auch zu einer hohen Zahl von Verhafteten kommt. Ich habe das also ein bisschen vorgelesen, weil wir, wenn wir jetzt über Repressionsorgane in dieser Zeit sprechen, wir also von verschiedenen, wir von deutschen und von sowjetischen Akteuren sprechen, die also durchaus nicht immer identisch sind. Wenn sie sich nicht immer grün waren, dann heißt das auch nicht, dass die einen harmloser waren als die anderen. Aber dass es hier durchaus ein sehr kompliziertes Wechselspiel gegeben haben mag. Hier drüben haben Sie vielleicht schon gesehen, dieses Bild, was also so im November, Dezember in Weimar aufgenommen worden ist mit dem Landespolizeipräsident Erich Reschke, der also auch gerade ins Amt gegangen war. Daneben also der Chef des Sektors für innere Angelegenheiten Ivanov, also der auch 46 dann noch längere Zeit da ist und der auch in Polizeidokumenten noch als Empfänger von den Berichterstattungen auch der Polizei entgegenkommt. Vielleicht, der Mann im Ledermantel ist vielleicht auch ein Buchenwald-Häftling wie Reschke, vielleicht also mit dem Namen Geißler, das weiß ich aber nicht. Das ist dann, wäre dann derjenige, der also ein Landeskriminalamt aufbauen sollte. Das ist also um die Jahreszeit begonnen. Was man in dem Bild nicht mehr sehen kann, ist, dass wir hier also schon eine längere Geschichte des Wirkens auch dieser
sowjetischen Besatzungsmacht, also die Speziallager, große Razzien haben stattgefunden. Es hat auch schon mehrere Begegnungen zwischen den Thüringer Kommunisten und den sowjetischen gegeben, die also auch sehr befremdlich zum Teil gewesen waren. Ich möchte das allerdings jetzt ausklammern und dann sozusagen die spätere Zeit behandeln. Zu diesem Zeitpunkt haben eigentlich die Kommunisten schon führende Ämter auch für die in den Stadtpolizeien und in der Landespolizei, sodass sie also eigentlich den personellen Kern auch in der Polizei schon darstellen. Die Papiere im Bild sind eventuell die Strukturvorschläge, die also zu dem Zeitpunkt auch vorgelegt werden müssen über ein Landeskriminalamt, was also gerade zu der Zeit in Gründung war, was also auch aus drei Abteilungen bestehen sollte. Da komme ich aber gleich drauf zu sprechen. So, jetzt habe ich die falsche Richtung. Hier haben Sie noch einmal ein Dokument, das habe ich gefunden im Stadtarchiv Erfurt. Da finden Sie also dort bei dem Pfeil den Hinweis, dass es eine Inspektion der Kriminalpolizei 1 politische Polizei gegeben hat. Das ist also auch 1945 schon gewesen. Dieser Begriff der politischen Polizei, der ist also sofort in der Nachkriegszeit wieder aufgegriffen worden. Das ist also, geht auch eindeutig auf die deutsche politische Polizeientwicklung auch zurück. Ich habe auch den Hinweis gefunden, dass ich 1946 dann in Dienstbesprechungen der Hinweis fand, dass man aus pragmatischen Gründen doch das bitte nicht diese Bereiche nicht politische Polizei weiter bezeichnen sollten. Buchenwald-Häftlinge sind schon auch hier in der Erfurter Stadtpolizei tätig. Sie sind also ganz gezielt auch nach ihrer Freilassung in diese Polizeien gegangen, weil sie also auch versucht hatten, dort also die NS-Verfolgung unter anderem auch aufzugreifen. Es ging dann auch sehr schnell los, dass es also auch erste Hilfsaufträge gegeben hat, dass also die Polizei also auch Aufträge bekommen hat von sowjetischen Stellen, den und den und den zu verhaften oder hier eine Wohnungsdurchsuchung zu machen oder irgend so etwas, sodass es also hier schon eine Ebene gab. Falsche Richtung, Entschuldigung. Ja, wie das immer mit der Technik ist. So, jetzt haben wir hier 1946. Das war das ist 1946, da ist im Landeskriminalamt die sogenannte Abteilung Zentrale Auskunft gegründet worden. Also das sind ungefähr ein Drittel dieser Mitarbeiter auf der Landesebene damit tätig. Aus Dokumenten, hier aus zwei Zitaten, können Sie also auch sehen, Kontrolle aller antidemokratischen Kräfte innerhalb der Organisation und so weiter, Schutz der Industrie und Wirtschaft und Landesämter. Es standen also ehemalige NS-Funktionen im Vordergrund. Es gab auch einzelne Beteiligten, die also auch ganz intensiv die Schuldigen an der NS-Zeit suchten. Aber eine sehr große Rolle hat gespielt, dass sich sozusagen dass man sich hier sehr viele in Personeninformationen beschaffte über die Biografien, die dann also auch verwendet wurden für Auskünfte aller Art. Und wenn man es ein bisschen polemisch formuliert, kann man auch sagen, dass diese Tätigkeit der zentralen Auskunft dann auch im Sinne für so eine Art Steigbügelhalter für eine kommunistische Durchdringung auch also weiterer Verwaltungsbereiche, weil man also mit den Informationen, also auch wenn jetzt Personalvorschläge an die SMA vorgelegt werden muss, also man hier sozusagen auch lancieren konnte, welche Leute sozusagen für welche Posten. Das sollte man also von der politischen Wirkung nicht unterschätzen, dass also hier auf einer polizeilichen Ebene etwas gemacht worden ist, was ja an der Stadtsicherheit dann auch mit diesem Instrument der Sicherheitsüberprüfung ja auch gang und gäbe dann war, also was auch ein sehr starkes politisches Instrument auch ist. So, jetzt haben wir, also das ist dominiert auch so das ganze Jahr 1946.
Anfang 1947 gab es, da ist ja die DVDI, also die Deutsche Verwaltung des Inneren in Berlin, gegründet worden, die also keine Kompetenzen formell hatte, weil wir eine landespolizeiliche Ebene hatten, die also auch hier mit Empfehlungen arbeitet und wo ich also auch den schönen Hinweis gefunden habe, dass zum Beispiel als dann 3 Monate später der Lange, der also Referatsleiter K5 dann ja auch eine große Rolle gespielt hatte, der also in Weimar ganz angenehm davon angetan ist, dass die Thüringer Polizeikommunisten also sofort diese Kategorien hier übernommen haben und auch das K5 schnell besetzt haben. Wir sehen jetzt, da kann man nochmal ein bisschen nachvollziehen, wo dieser Begriff K5 herkommt. Das ist also hier sozusagen auch eine Straftateneinteilung so dahinter steht. Und in den ersten Tätigkeitsberichten findet man also auch die Aufzählung, die also dort Aufträge der SMA, Attentate, Sabotage und Registratur und Spezialkartei, da wird also auch deutlich, dass wir also hier eindeutig die Fortsetzung auch haben, dass also diese zentrale Auskunft sozusagen hier mit richtig eingeht und fortgeführt wird. Es ist so, dass es, dass also die Einflüsse natürlich hier von SMA-Seite auch auf der Berliner Ebene gekommen sind und auch auf der Ebene dieses Sektors für innere Angelegenheit, also dieses Ivanov. Dass es aber zum Teil auch so gewesen ist, dass man also hier bestimmte Kompetenzen also in einem relativ eigenständigen Polizeihandeln auch überlassen hat. Also dass man eigenverantwortliche SMA-Befehle hat, also so Auftragsangelegenheiten, da werden wir dann auch noch sehen, welche das sind. So, das ist nochmal so wie so eine ganz zusammengefasste Chronik des Jahres 1947, also im März wird der Dezernatsleiter Staub einberufen, das ist auch der stellvertretende LKA-Chef gewesen, der das übernommen hat, der, wo ich eben schon von dem Thüringen-Besuch des K5-Chefs lange berichtete, also da war in den Texten auch von noch etwas unklaren, besonderen K5-Aufgaben, also auch hier schon so ein Bewusstsein, dass es also hier so eine besondere polizeiliche Rolle spielt. Dann sieht man also mit den Befehlen 201 und 224, da kommen 2 SMA-Befehle, die also dann im Rahmen dieses K5 praktisch eigenverantwortlich, also diese SMA-Befehle bedeuten, dass die SMA sozusagen deutschen Stellen die Befugnis erteilt, also Waffenvergehen oder sowas zu verfolgen, beziehungsweise die NS-Strafverfolgung, die war also vorher ausschließlich in sowjetischer Hand, beziehungsweise genereller Hand der Besatzungsmächte, dass man also hier sozusagen deutsche Stellen Ausführungsbefugnisse erteilt, die also in diesem K5 dann auch eine große Rolle gespielt haben. Und das, dieser Befehl 201, den halte ich also auch nochmal für sehr wichtig, weil kurz danach auch eine ganze Reihe von Einflüssen gekommen sind, wo also die K5 sich nicht an die Strafprozessordnung halten musste, wo die selber das Recht hatten, Anklageschriften zu entwerfen und also da hat es dann auch sehr viele Inhaftierungen gegeben, sehr extrem lange Haftzeiten und so, das möchte ich aber jetzt weglassen. Es ist auch so, dass eigentlich bis Ende 1948, also diese beiden Bereiche, also eigentlich über 50% der gesamten K5-Tätigkeit mit beeinflusst haben. Hier haben wir dann von Mitte 1947 eine Dienstanweisung, die also diese Auskunftsspeicher vereinheitlichen soll. Das ist also direkt eine Thüringer Anweisung, das ist hier so eine Musterkarteikarte. Da sieht man also auch, dass hier die NS-Zugehörigkeiten sind, aber bei dieser Karteikarte, da spielt wahrscheinlich die größere Rolle, dass Sie dort vielleicht unter Beruf Abteilungsleiter beim Ministerium für Wirtschaft finden als Hinweis.
während man ganz unten aus der Bemerkung liest, dass also die Tätigkeit als Block oder als Zellenleiter in dem Sinne nichts Nachteiliges sagt. Also ich denke mal, dass das hier auch ein wesentlicher Kern oder auch Ausgangspunkt ist, auch von bis in die Karteispeicher der Staatssicherheit dann hineinreicht. Zum Jahresende ist dann also im November von der DVEDI so eine innere Struktur gegeben worden, wo man also zum Beispiel unter A und B also auch die Bereiche nochmal sieht, die also schon diese zentrale Auskunft, das ist A2, da zum Beispiel diese Aufträge deutscher Behörden, Aufträge der Besatzungsmacht liefen laut Berichten direkt über den Dezernatsleiter. Dann A3 ist dieser Befehl mit den Waffenvergehen den ganzen Bereich B, das ist also die 201 Untersuchungsorgane, wobei man dann auch noch hier die Weiterführung der NS-Organisation sozusagen, das hat man später auch als sogar den Begriff neofaschistische Untergrundbewegung genommen, das sieht man auch noch näher. Was dann aber nochmal wesentlich ist, dass wir also dort unter C also mehrere Arbeitsgruppen finden, die also jetzt hier ab Anfang 1948 dann auch in Weimar ins Leben gerufen werden und wo man also hier doch schon ganz eindeutig, also auch die, also ob das nun Wirtschaftssabotage ist oder die Sabotage verfassungsmäßiger Grundrechte. Also da sieht man, also das ist hier der Trend zu einer Partei- und Gesinnungspolizei, also hier deutlich wird. Hier nochmal ganz kurz eine Übersicht, also wo man verschiedene Meldungen, die ich mal so zusammengenommen habe aus den Monatsberichten, wo man also, wo ich geguckt habe, was steht denn so zum ersten Mal drin, und da geht es eigentlich wirklich Schlag auf Schlag, dass man hier Dinge findet, die also ganz typisch auch das für die Arbeit der Staatssicherheit, also auch ganz charakteristisch sind. Also es geht los mit Festnahmen wegen Flugblättern, das muss nicht unbedingt der erste Fall sein, aber es ist halt das erste, was ich in Tätigkeitsberichten gefunden habe. Also dass man bei diesen, da sieht man auch, dass man die Festgenommenen wegen Flugblättern den sogenannten anderen Dienststellen gibt. Das ist so ein typischer Begriff, also für NKWD wird auch verwendet, aber eigentlich sind es wahrscheinlich eher MGB oder dieser sowjetische Staatssicherheitsstellen. Dann sieht man, im Mai wird eine Arbeitsgruppe gegründet, die also ganz systematisch sich mit Nachrichtentechnik, die also jeden Nachrichtentechniker, jeden Funkerfreund und sowas ganz systematisch sich anschaut, dort Karteien anlegt, damit man also hier ganz systematisch eine Kontrolle über das über Informationsflüsse gewinnt. Man sieht den ersten Einsatz eines V-Manns durch die K5, das könnte dieser Nordhäuser Fall gewesen sein. Im Sommer, da gibt es also dann auch zum Beispiel Personenschutz für Funktionäre macht, dass man dann im Sommer auch freiwillige Mitarbeiter, da komme ich dann alles noch drauf zu sprechen, also und dass man auch die Fluchten verfolgt. Also das geht hier eigentlich, würde ich jetzt so sagen, diese mittlere Jahreshälfte 48, die hat also, die ist also sozusagen auch vom Charakter her ganz wichtige, also eine Kernzeit. Hier sieht man auch nochmal von Juni und September 48, dass sie zum Beispiel dort bei diesen Bereichen C2 und C3, also sehr starken Zuwachs auch an Fallbearbeitung haben, die also hier bis 120 Fälle. Typisch ist es dann im Jahresdurchschnitt etwa 90 neue Vorgänge, so etwa bis Mitte 89 ist so der Durchschnitt. Vielleicht gucken wir uns auch die nochmal ein bisschen genauer an. Wir haben also hier zum Beispiel, das ist dieses antidemokratische Propaganda und Untergrund, diese Arbeitsgruppe C3. Da sind also ein paar Beispielfälle. Von den Quellen ist es natürlich nicht möglich, dass wir dort also so systematisch sagen können, was ist das 120 alles gewesen. Und da hat man aber manchmal nur so Beispielfälle aus Tätigkeitsberichten. Aber ich denke, wenn man da so ganz kurz drauf schaut, haben sie eigentlich den Kern und den
Flugblätterinschriften, Broschüren und dass man hier eindeutig einen Trend hat, Gesinnungs- und SED der Polizei, Bekämpfen politischer Politik, Kriminalisierung von Informationsweitergabe und deutliche SED-Parteinahme. Was man bei diesen K5-Sachen, die ich ja jetzt auch fast nur benutze, nicht sieht, ist, dass wir also ein paralleles sowjetisches Droh- und Repressionsvorgehen haben. Das sind diese sogenannten anderen Dienststellen, die, an die immer wieder sowohl Fälle abgegeben werden, aber die also auch sich sehr intensiv und ausführlich eigene Fälle quasi und Verhaftungen vornehmen. Das ist ja auch durch andere Forschungen bekannt. Da ist also der Vorwurf des Antisowjetismus, ist dann sozusagen der formelle Vorwand, hier gegen Leute vorzugehen. Die Ausgangsinformationen kommen also zum Teil auch aus den Kreispolizeien oder von anderen SMA-Strukturen oder von eigenen Strukturen, also nicht nur von der K5, die jetzt eigene Fälle an diese sowjetischen Repressionsorgane geben. Das wird also, wie gesagt, bei dieser Thematik eben halt eingeschränkt sichtbar. Hier sehen Sie dann auch zum Beispiel mal eine Dienstanweisung, die geht an alle Polizeistellen im Lande, dass man also hier, dass der Polizeichef und der K5-Chef gemeinsam hier ein Maßnahmenpaket deutlich machen, wo also auch die anderen Polizeistrukturen ganz gezielt die Aufträge bekommen, welche zuarbeiten sie also für dieses K5. Also eigentlich instrumentalisiert das K5 hier die gesamte Polizeistrukturen und kann sozusagen auf die Schutzpolizei oder Grenzpolizei sozusagen dort mit zurückgreifen. Und aus einer anderen Forschung, jetzt so im Zusammenhang mit Zwangsaussiedlungen, da ist mir auch aufgefallen, dass zum Beispiel 1961 auch für die Stadtsicherheit, in der Provinz zumindest so, ist das sehr viele Fälle, die die Stadtsicherheit dann aufgreift, Verhaftung, Beobachtung führt, dass die also eigentlich aus Polizeimeldungen kommen. Dann haben wir nochmal dieses Referat, also diese Arbeitsgruppe C2, also diese Wirtschaftssabotage. Das ist also im Sommer und im Herbst 1948, also wird das auch sehr stark intensiviert. Da gibt es ja dann die Kontrollkommission. Übrigens der K5-Leiter sowohl, also der Thüringer Dezernatsleiter als auch der Referatsleiter Lange, die gehen beide in diese bei der Wirtschaftskommission gibt es ja diese Landeskontrollkommission, die also hier ganz gezielt auch diese ganzen Enteignungen machen. Also das ist vielleicht auch kein Zufall, dass diese Leute auf einmal dort zu finden sind. Also die K5 flankiert eigentlich hier den SED-Wirtschaftseroberungsprozess und auch Formen der Kleinkriminalität werden also hier politisch instrumentalisiert. Und das ist ja auch ein Trend, der eigentlich die DDR-Polizeitätigkeit ja auch dann später stark prägt. Um nochmal zu gucken unter B3, inwieweit wir da jetzt neofaschistische Bewegungen haben, da denke ich mal, das sehen Sie sowohl an den Beispielen als eben auch an der Eigenaussage Mitte 1949, dass also die Mehrzahl wegen Geringfügigkeit eingestellt wird, weil es sozusagen aus jugendlichen Leichtsinn gegeben hat. Also die Politpolizisten sind sich sehr klar darüber, dass die aktuellen Proteste und das politische Handeln der Bevölkerung also keine NS-Motivlagen hat, sondern dass es also hier konkret wirklich auch um ganz eindeutige Kritik an SMA und SED-Politik gegeben hat. Hier ist nochmal ganz interessant, da wird diskutiert über den Einsatz von EMs, also freiwillige Mitarbeiter. Und da habe ich mal, also Rotschuh ist der K5-Dezernatsleiter. Also da sind wir alleine in diesen vier Sätzen, die ich da ausgewählt habe, finden Sie ganz typische Dinge, die also die EM-Arbeit der Stadtsicherheit bis zum Schluss kennzeichnen, also dass die Mitarbeiter nicht bezahlt werden, dass sie aus ihrem Arbeitsbereich heraus Informationen geben, dass es Unterlagen über diese EMs geben soll und also das ist so ganz was ganz Typisches und
Man erkennt, das war also hier Mitte 48, also wirklich einen rasanten Wandel, also auf dieser polizeilichen Qualität in dem K5 haben, wenn also hier solche Erwägungen bezogen werden. Es ist auch ein, man sieht auch, dass es hier ein eigenständiges Handeln der deutschen also K5-Polizei ist, dass es also nicht beauftragt ist. Es gab zwar auch gleichzeitig von der DVDI so diesen Trend, die Vorgaben, aber Sie sehen, dass das also dem Herrn Oberstleutnant Schipkow, also dem Nachfolger von dem Iwanow, dass dem das also, dass er das sehr ungnädig zur Kenntnis nimmt und betont, dass er das also für verfrüht halte und dass erst, wenn er Anweisungen gebe, dass man also das machen sollte. Also hier sieht man auch nochmal so ein bisschen den Meinungsunterschied. Ich würde auch an der Stelle noch die These aufstellen, also dass wir hier so von 46 so bis Ende 48 hier so eine zweite Phase von einer deutsch-sowjetischen Polizeibeziehung sprechen können, die also auf der einen Seite darin besteht, dass dieser sogenannte innere Sektor so eine Art Rahmenkontrolle macht, dass man eine Berichtspflicht hat, dass aber eigenständiges Handeln in dem Bereich gibt und dass es gleich daneben ein fremdes, praktisches Nebeneinander dieser anderen Dienststellen, dieser NKWD und MGB-Stellen gibt, die also sich zwar Fälle von der von der K5 abziehen, aber wo es also keine Zusammenarbeit gibt und wo ich auch dann gleich die These aufstelle, dass das 1949 sich dann nochmal etwas verändert. Hier haben wir, das kann ich vielleicht jetzt so kurz weglassen, oder vielleicht ist es ganz, was muss das? Hier sehen Sie nochmal ein bisschen die dieser innere Sektor, also die Lottenstraße hieß es immer. Und manchmal haben wir dem Oberstleutnant schon etwas Bericht erstattet. Das wird also so in den Quellen, da muss man manchmal ein bisschen suchen, wie man findet und weiß, was damit gemeint ist. Es ist also die Leute, also diese SMA-Offiziere, die offen, agieren auch anders als jetzt die MGB-Stellen offen. Die stehen also dort, lassen sich ja auch ablichten. Und das ist diese, dann haben wir hier, das ist noch ein anderer Ort in Weimar, der operative Sektor, also das ist hier der Bereich, wo auch schon 1945 die SMT-Urteile gesprochen worden sind und wo sich auch die, vermutlich dann diese MGB-Untersuchungsabteilung, die es ja auch in Thüringen gegeben haben soll, also eigentlich nur dort besessen haben können. Über das, was hier dann nach 1950 noch passiert, da haben wir auch ja jetzt sehr viele interessante Informationen durch das Projekt von Herrn Rudolf und seinen Kollegen bekommen. Hier haben wir jetzt, also dieser operative Sektor, den habe ich als Begriff bis Ende 48 in deutschen Polizeiquellen nicht gefunden. Es gibt den Hinweis, dass es andere NKWD-Stellen und andere Dienststellen gegeben hat, die aber dann gekommen sind und sich komplette Fälle übernommen haben von den deutschen Polizisten, die sich, wie jetzt in dem anfänglichen Nordhäuser-Beispiel, dann sozusagen geärgert haben, dass sie sozusagen bestimmte Fälle nicht weiterarbeiten durften, dass es also eine Geheimniskrämerei auch untereinander gab. Aber weil wir ja vorrangig auch von der deutschen Polizei sprechen, dass man natürlich hier dann auch in dem Moment schon, wenn sich die K5-Polizisten darüber ärgern, dass sie also sozusagen selber schon auch so eine Art Konkurrenzdenken gegenüber diesen Stellen entwickelt haben und der Meinung sind, wir können das sozusagen ja auch in Anführungsstrichen so gut wie diese Stellen. In Wandel würde ich sehen, Ende 1948, da gab es bekanntlich die Moskauer Entscheidung, dass es ein deutscher Sicherheitsapparat jenseits der Polizei unter Einfluss des sowjetischen Apparats entstehen soll. Das ist ja aus den Peak-Notizen in Moskau bekannt. Und wenn man die nicht kennen würde, müsste man sogar vermuten, so ungefähr um die Drehe oder vielleicht später müsste es irgend sowas in Moskau auch gegeben, weil es also deutlich wird. Kurz danach äußert sich hier der K5-Chef Feilen über das Dienstverhältnis.
Das ist eine Kommissariatsleiter, also die K5 hat ja in den Kreisen Kommissariate gehabt und die, es waren dann alle in Weimar zu einer Besprechung. Und als dieser Vortrag von dem Fall gehalten wurde, saßen auch sowjetische Offiziere daneben. Und da kann man eigentlich sehen, dass es doch eine ziemlich selbstbewusste K5 gegeben hatte und dass wir so eine Art Ambivalenz in dem Verhältnis haben. Also einerseits ist es nötig, uns anzugewöhnen, dass sie schließlich doch recht haben. Aber auf der anderen Seite, man sollte auch nicht das machen, dass man ohne eigene Meinung bedingungslos zu allem Ja sagt. Also das ist doch ein sehr ambivalentes, selbstbewusstes K5-Verhältnis, wenn man bedenkt, dass die da ja daneben saßen. Es erklärt andererseits aber auch, warum der K5-Chef selber und auch eine ganze Reihe seiner Kollegen dann später in dem MFS als Personal nicht wieder aufgetreten sind. Jetzt wird mir die Zeit langsam eng. Wir haben jetzt hier nochmal eine kleine Chronik, also da habe ich mal nochmal so die Fakten zusammengestellt, wo dieser Wandlungsprozess in Richtung, also K5 geht in Richtung selbstständig. Man sieht also zum Beispiel, das war auch dort im Mai, da werden die Polizei verliert alle Weisungsrechte über die K5-Mitarbeiter, es gibt spezielle Schulungen, es gibt dann in den Personalsachen unheimlich hin und her. Und davon finde ich aber in den Quellen gar nichts. Aber ich habe eine Bemerkung gefunden, dass es irgendein Chef, ein Kreischef, der sagt, ich will das aber schriftlich haben, dass ich keine Befugnisse mehr habe. Und da gibt es in einem Protokoll den Hinweis, es ist verboten, irgendwelche schriftlichen Dinge in diesem Zusammenhang zu machen. Also da ist praktisch eine fieberhafte Personalsuche. Und ganz unten hatte ich noch die Bemerkung, dass ich durch Zufall einen Zeitzeugen gefunden habe, der hat mir erzählt, ja, ich war Schutzpolizist gewesen und bin dann gefragt worden, ob ich in das MFS will, also in diesen Personalsprechen von sowjetischen Offizieren in Weimar. Und da ich das nicht wollte, bin ich also sogar an den Westen daraufhin geflohen. Hier haben wir nochmal, das ist nochmal so ein kleines Resümee anhand von Selbstdefinition, also das ist ja oben, das hatten wir ja schon, und unten sehen Sie aber zum Beispiel, dass die Hauptaufgabe des K5 die Sicherung der Demokratie ist ja mal der SED-Begriff, der ja noch etwas anderes eigentlich meint, und die Abwehr aller Maßnahmen, also das war hier also ganz schön hier von der Selbstdefinition doch hier was ganz Deutliches haben. Und jetzt sehen Sie das auch gleich nochmal, wie sich das so ungefähr in der Anzahl der Fälle widerspiegelt, dass wir also doch ganz große Gewichtsunterschiede haben. Das Einzige, was weiterhin, also was sowohl relativ am Anfang als auch am Ende eine große Rolle gespielt hat, dass Sie also diese Personalüberprüfung und diese Personencharakteristiken, dass die also weiterhin an erster Stelle stehen, aber 1949, da haben sie also nicht nur dann diese antidemokratische Propaganda in Anführungsstrichen, sondern sie haben auch Überwachungsaufträge, Spionageverdacht, Schwarzsender und so weiter. Also da werden also die Kollegen, die also Spezialisten für die MFS-Geschichte sind, da doch sehr vieles wiedererkennen. Das ist, das kann ich eigentlich weglassen, das ist auch nur noch mal eine Fallstatistik. Hier sehen Sie auch noch mal diese Arbeitsgruppe C, das also hier 19 Festnahmen dann in einem Monat, das ist dann auch schon, dass man hier dann einen Intendanten, die also angeblich Wahllisten gestohlen haben, vielleicht weil sie nicht öffentlich wollten, dass die wurden dem operativen Sektor als Gefangene übergeben und diese haben sie befragt und haben sie dann wieder zurückgegeben. Da sieht man also allein an so einem Beispiel mal, wie diese Wechselbeziehungen auch hier inzwischen gewesen sind mit dem 1949. Hier haben wir nochmal so ein bisschen so eine Personalzahlen, wobei eben halt interessant dann nochmal ist, so zwischen im Frühjahr 1949, es gab eine richtige K5-Überprüfungskommission und Entlassung, wo also 74 K5-Leute, Alte, auch entlassen worden sind.
Das ist dann die, ein SMA-Gebäude, wo also ich mir vorstellen kann, dass dort auch diese Personalgespräche stattgefunden haben. Rudolf Menze, der erste MFS-Landeschef von Thüringen, und das ist eben halt das, diese Landes- oder Länderverwaltung, also beide Begriffe. Da ist auch dann das Gefängnis gewesen, und das ist also ungefähr so 500 Meter entfernt von dieser, diesem Gefängnis, wo also die, diese MGB dort diese operative Sektion. In Erfurt oder in Weimar? In Weimar, weil Weimar ist ja die Landeshauptstadt bis 1952. Und hier haben wir dann den unter, mal so eine Karteikarte. Da sehen, die habe ich genommen, weil es, da können Sie mal die MFS vom 28.09.1949. Also kann man sich gut vorstellen, dass dort im September der in einem Gespräch gesagt hat, ja, ich nehme den. Der ist dann übrigens, also das ist, wenn man bedenkt, dass er die Untersuchungsabteilung geleitet hat, die ja auch innerhalb der MFS-Struktur eine sehr große Rolle spielte und als Kommandeur den zweithöchsten Dienstgrad im Lande hatte. Der ist also, der war als Säufer bekannt und ist dann also 1952 auch selber in Haft gekommen, weil dort also sehr extreme Schläge, also er hat Häftlinge geschlagen, sehr intensiv. Ja, und hier nochmal was, was Interessantes. Wir haben ja immer so das Datum, der 8. Februar ist die Gründung des MFS. Und da haben wir also die Abteilungen 6 und 8 in Weimar, die also hier Observation beim Finanzminister in Thüringen machen. Die haben wir also hier Anfang Januar schon. Also da sieht man, dass, dass der, vielleicht der, das Namensschild noch nicht feststand, aber dass wir hier also eindeutig schon praktische Vorentscheidungen hatten vor den formellen politischen gewesen. Und das ist jetzt nochmal so ganz zum Schluss, die, als dann 1952 die Bezirke aufgeteilt worden sind, dann ist Erfurt Bezirksverwaltung geworden und da prangt natürlich Stalin, also das sagt auch nochmal alles. Die Zeit von 1950 bis 1952 habe ich jetzt weitgehend weggelassen, weil ich dort auch jetzt nicht allzu viele Quellen habe. Und vielleicht haben wir ja eine spannende Diskussion, die also dort vieles erhalten kann. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.